So, herzlich willkommen zur Vorlesung Softwaretechnik 1. Ich würde gerne mit dem Puzzler für heute anfangen. Bitte kommen Sie ein bisschen zur Ruhe. Dankeschön. So, auch heute wieder ein kleines Java-Rätsel. Das sieht erstmal relativ überschaubar aus. Wir haben eine Klasse und eine Hauptmethode. Mehr brauchen wir nicht. Und hier gibt es einen Zufallszahlengenerator. Der wird statisch angelegt und der wird auch schon initialisiert. Instanziert und in der Hauptmethode wird jetzt über eine Zufallszahl ausgewählt, ob man einen Stringbuffer mit P, mit G oder mit M initialisiert im Konstruktor und am Ende werden noch die Buchstaben A, I und N hinzugefügt und dann wird das Ganze ausgegeben. Und die Frage ist natürlich wie immer, was passiert? Es gibt so ein paar Möglichkeiten. Wir haben hier eine Zufallszahl, das heißt, wir wissen nicht genau, in welchem Case oder ob wir im Default Case landen und dann bleibt eben die Frage, was passiert da. So, am Anfang ist der String Buffer noch null, aber kein Problem, der wird auf jeden Fall initialisiert, sollte also zumindest mal keinen Laufzeitfehler geben, hoffe ich. Die Alternativen, die ich Ihnen anbieten kann, sind die folgenden. Wir bekommen ein Wort aus Pain, Gain oder Main. Das entspricht genau diesen drei Fällen, die diese Fallunterscheidung hat. Oder es kommt immer das Wort Main raus. Warum könnte das der Fall sein? Dann noch die Standardantworten, Übersetzerfehler und Laufzeitfehler. Und als Zusatzoption gibt es heute ganz frisch noch die E mit etwas anderes. Wer ist denn für einen Übersetzer oder einen Laufzeitfehler? Entweder oder, ist egal, eins für beide, C oder D, Übersetzerfehler oder Laufzeitfehler. Da sehe ich nur zwei einsame Händchen. Okay. Wer glaubt denn, dass zufällig ein Wort aus der Menge Pain, Gain oder Main rauskommt, also Antwort A richtig ist? Sie müssen sich ein bisschen deutlicher melden. Ich sehe im Moment nur zwei Hände. Drei, vier, fünf. Okay. Wer glaubt, da kommt immer das Wort Main raus? Das ist bis jetzt die absolute Mehrheit. Und wer glaubt, es kommt was anderes raus? 2, 4, 5, 7. Okay. Also die große Mehrheit, die hier sich gemeldet hat, mit da kommt immer Main raus, die haben leider nicht recht. Tut mir leid. Es kommt was anderes raus. Nichts von dem, was da steht, es kommt was anderes raus. Und zwar Ain. A-I-N. Jedes Mal. Jetzt ist die Frage, warum? Es haben sich ein paar gemeldet für etwas anderes. Ich hoffe, dass wenigstens bei einem von denen das eine Option war. Wer hat sich denn schon gedacht, dass da Ain rauskommt? Okay, wer kann sich jetzt erklären, warum da immer Ain rauskommt? Auch niemand. Naja, dieses Programmchen, das hat ein paar Probleme, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, aber wir gehen einfach mal von oben nach unten durch. Und das Erste, was hier falsch gemacht wird, das ist die Zufallszahl. Wenn Sie auf random nextInt aufrufen und geben dann Parameter rein als Argument, dann bekommen Sie eine Zufallszahl aus dem Intervall 0 exklusive dem, was Sie da angegeben haben. Das heißt, die 2, der zweite Case hier, der wird nie erreicht. Das geht einfach nicht. Ja? Das ist schade. Ja? Das heißt, Gain, das treffen wir schon mal nie. Dann gibt es noch ein anderes Problem. Das hat auch was mit dieser Fallunterscheidung zu tun. Und was Sie hier sehen, ist ein Switch Case. Und wann immer Sie einen Switch Case programmieren, machen Sie bitte Breaks hin. Breaks schreibt man eigentlich hinter den jeweiligen Fall. Und das heißt, übrigens, hier ist dieser Fall fertig, jetzt kommt der nächste, vielleicht ein anderer. Und wenn man dieses Break weglässt, dann läuft Java einfach weiter durch. Das heißt, selbst wenn hier oben bei dem random nextInt eine 1 rauskommt, dann wird hier zuerst Pain aufgerufen, dann, also mit P, dann mit G und dann mit M. Das heißt, das wäre eigentlich immer der Default-Fall. Und dann wäre ja eigentlich Antwort B richtig. Aber da ist halt noch ein Problem drin in diesem Stück Code. Und das ist die Angabe hier von den Konstruktoren. Was Sie hier sehen, sind Character-Konstanten. Einfache Anführungszeichen. Das ist was anderes als ein String. Der hat 2, also doppelte Anführungszeichen. Und der String-Buffer, der hat überhaupt keinen Konstruktor mit einem Character. Und das wird auch nicht nach String gecastet, sondern nach Int.
Und dieser Int, der da reinkommt, der sagt, wie groß der String-Buffer sein soll am Anfang. Und der Cast von einem Buchstaben auf eine Zahl, das geht einfach über die Tabelle, über die ASCII-Tabelle. Und dann hat man mit M eben einen String-Buffer der Größe 77. Und da füllt man dann hinterher A, I und N rein. Dann kommt halt immer N raus. Völlig egal, was in dieser Fallunterscheidung eigentlich passiert hätte sollen. Oder so ähnlich. Was Sie da vielleicht raus lernen sollten, ist, dass man Zufallszahlen korrekt, korrekt sich ziehen lässt. Das heißt, die Zahl, die man da angibt, die wird man nie sehen. Bisschen unintuitiv vielleicht. Das nächste ist, wenn Sie eine Fallunterscheidung machen, dann bitte immer Breaks hinten dran schreiben, hinter jeden Fall, auch hinter den Default Case. Ja, es ist zwar in der Regel so, dass Default ganz unten steht, weil das ist so, ne, jetzt gehen wir alle Fälle durch und wenn keiner passt, dann nehmen wir halt Default. Aber man kann Default auch in die erste Zeile schreiben und die Case ist drunter weg. Oder man kann es mischen. Ja, das heißt, da gibt es keine Ordnung in dem Sinne. Schreiben Sie am besten hinter jeden Fall einen Break. Und wenn da kein Break hin soll, dann schreiben Sie einen Kommentar hin, damit Ihr Kollege keinen hinmacht. Also da immer aufpassen und dann sollten Sie sich darum bemühen, herauszufinden, ob die API, die Sie da benutzen, tatsächlich auch so benutzt werden kann. Nur weil Java Ihnen da automatisch einen Cast einflechtet, heißt es noch lange nicht, dass Sie das bekommen, was Sie eigentlich haben wollten. Gerade hier sieht man, dass das halt auch mal daneben gehen kann. So, der letzte Punkt hier unten, bei Unsicherheiten in der Dokumentation nachschauen, das gilt fast immer. Bei Java, bei der Standardbibliothek, da kommt man manchmal so in Versuchung, man schreibt es halt hin und wenn in Eclipse kein Fehler kommt, dann wird es schon stimmen. Das ist nicht immer richtig. Also gucken Sie nach, was die Methoden tun sollen, die Sie da aufrufen. Und insbesondere bei Konstruktoren überlegen Sie sich vorher, was Sie haben wollen und dann lesen Sie nach, ob das tatsächlich passiert. Ein Punkt steht hier noch, doppelte und einfache Anführungszeichen wohl überlegt einsetzen. Das ist ein bisschen platt, weil eigentlich heißt das, wenn man es richtig formuliert, schauen Sie sich mal an, was für einen Datentyp Sie da hingeschrieben haben. Ein Character oder ein String oder vielleicht ein Int, wo ein Double hingehört. Oder Sie weisen irgendwas einem Double-Wert zu, rechnen aber tatsächlich mit Ganzzahlen. Das heißt, bei der Berechnung wird abgeschnitten, obwohl Sie das eigentlich mit Gleitkommazahlen speichern könnten. Passen Sie auf, was für Datentypen Sie benutzen. Ich nehme an, es hat keiner eine Frage zu diesem Puzzler, deswegen springe ich gleich weiter in den Vorlesungstext. Wir haben uns letztes Mal beschäftigt mit der linguistischen Analyse und da waren wir fast durchgekommen durch das Kapitel. Ich zeige gerade noch mal die letzten zwei Inhaltsfolien. Das war diese hier mit dem Whois-Server-Beispiel. Und wir hatten uns überlegt, wenn man die Semantik von einem Textdokument sich anschaut und überlegt, dann kann man die explizit hinschreiben, in diesem Fall hier mit thematischen Rollen. Ja, Sie erinnern sich, es gab sowas wie ein Agens, es gab ein Patiens, es gab ein Actus für tatsächliche Aktionen. Wenn man das explizit hinschreibt, dann gibt es keinen Interpretationsspielraum mehr. Das ist das eine, was da vorteilhaft ist. Das andere ist, wenn Sie das genau so machen, dann können Sie aus diesem Ergebnis hier automatisch ein Klassendiagramm ableiten. Das für die Whois-Spezifikation, die hat noch 2, 3 Sätze mehr. Das sieht dann so aus, dass da rauskommt. Ja, das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Wir sind da mal durchgegangen und haben festgestellt, aha, es gibt einen Server und der hört auf einen Port und den gibt es auch als Klasse und es gibt einen Client und einmal ist der Client jemand, der was gibt, Donor, nämlich diese Requests und der Server ist derjenige, der es empfängt und auf der unteren Hälfte sieht man, dass der Client ein Empfänger ist, ein Rezipient, zwar von einer Antwort, von einer Response. Ja. Schauen Sie sich das nochmal an. Insbesondere, wenn Sie das nächste Übungsblatt bearbeiten und wenn Sie vielleicht sich auf die Klausur vorbereiten, kann schon gut sein, dass Sie ein paar Sätze bekommen, an die Sie thematische Rollen dran schreiben müssen und oder aus so einem annotierten Text ein Diagramm bauen müssen. Und wenn Sie so ein Diagramm bauen müssen, dann blätter ich mal noch mal ein paar Folien zurück. Sie erinnern sich an diese Übersetzungstabellen. Wenn Sie einen annotierten Satz haben, und Sie kennen die Regel, die wir hier in der Vorlesung besprochen haben. Zum Beispiel aus einem Omnium und einem Parse wird, steht hier, wenn Sie gemeinsam auftreten, eine Komposition. Keine Aggregation, sondern eine Komposition. Dann malen Sie das genauso hin.
nicht so hinmalen, wie sie es modellieren würden, sondern malen sie es genau so hin, wie es die Tabelle vorgibt. Ja, sie sollen nicht modellieren, was sie alles im Kopf haben und was sie über Puzzleteile wissen, sondern sie sollen das hinmalen, was in der Spezifikation steht. In der Regel sind die Aufgaben genau so, dass sie exakt am Text ein Diagramm bauen sollen und nicht noch Zusatzwissen mit einfließen lassen. Das ist ein bisschen künstlich, weil in der Realität ist das genau das, was nicht passieren soll. Da müssen sie über den Tellerrand hinausschauen und müssen gegebenenfalls nachfragen bei demjenigen, der die Spezifikation geschrieben hat. Wenn sie hier jetzt Interpretationsspielraum haben, dann müssen sie abklären, ob sie die richtige Interpretation gewählt haben oder eben die falsche. Wenn Sie Interesse haben an linguistischen Dingen in der Softwaretechnik, dann können Sie im Master nochmal bei unserem Lehrstuhl vorbeikommen. Wir haben da einige interessante Dinge. Wir haben eine Vorlesung Sprachverarbeitung in der Softwaretechnik, wo Sie lernen, wie man Sprachverarbeitungswerkzeuge von den Computerlinguisten einsetzen kann im Softwareentwicklungsprozess. Und zwar nicht als Baustein von der Software, die Sie entwerfen, sondern als Hilfsmittel für den Informatiker, der sich damit beschäftigen muss. Da gibt es zum Beispiel so Dinge wie Automatisieren von Entwurfsaufgaben. Das ist genau das, was wir gerade gesehen haben. Ausgehend von einem annotierten Text, automatisierten Diagramm erzeugen oder Ablaufpläne erzeugen oder Unit-Tests erzeugen. Was wir auch machen, ist Qualitätssicherung für Anforderungsdokumente. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben in ein Anforderungsdokument, nachdem die Bücher zurückgegeben wurden, wenn Sie in der Bibliothek sich befinden, nachdem die Bücher zurückgegeben wurden, passiert irgendwas, dann fehlt in diesem Satz, wer gibt es denn zurück und an wen und vielleicht wann und wo. Ja, und wenn Sie solche offenen Punkte haben in der Spezifikation, dann kann derjenige, der sie implementiert, im Prinzip relativ frei entscheiden, was er da eigentlich macht. Vielleicht macht er das unbewusst, aber irgendeine Entscheidung wird er treffen und vielleicht ist es nicht die, die Sie ursprünglich im Kopf hatten. Und Sie können mit Softwareunterstützung solche Probleme finden. In der Vorlesung erklären wir Ihnen, wie das funktioniert. Was wir auch machen, ist ein Seminar, ein Praktikum. Da wird ein Lego-Roboter programmiert. Und ich sage mal, Lego-Roboter-Programmierung gibt es in der Uni an 3, 4 Stellen. In der Regel wird da Java-Code geschrieben, weil das ist, was auf der Maschine läuft. Oder wenn Sie an der Kinderuni sind, dann dürfen Sie das Lego-Entwicklungsframework benutzen. Aber bei uns im Praktikum werden Sie eine Softwarekette selbst bauen, die dazu führt, dass man diesen Roboter hinterher mit englischen Sätzen programmieren kann. Das heißt, Sie schreiben gar keine Programmiersprache mehr hin, sondern englischen Text. Und das, was Sie in dem Praktikum machen, das sorgt dafür, dass dieser Text übersetzt wird in Java-Code. Wenn Sie das interessiert, dann kommen Sie bei uns vorbei. Wenn nicht, dann erzählen Sie anderen Leuten, die es vielleicht interessiert. Kann man ein bisschen Spaß haben. Haben Sie noch Fragen zu dem Definitionskapitel im Allgemeinen, also die letzten nur 1,5, 2 Vorlesungen? Hätten Sie jetzt die Chance, die zu stellen? Ansonsten fangen wir an mit dem Entwurf. Okay. In der Entwurfsphase sind wir jetzt schon in der 3. Stufe vom Wasserfall. Das heißt, die Planung ist durch und die Definition ist durch. Wir haben schon das ein oder andere Klassenmodell, wir haben vielleicht Sequenzdiagramme, wir haben auf jeden Fall Use Cases. Was wir aber nicht haben, ist ein wirkliches Software-System. Wir haben jetzt im Prinzip nur Fragmente uns angeschaut und ob das Ganze performant ist, was wir da gemacht haben, das steht auf einer ganz anderen Karte. Und im Entwurf müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass dieses Software-System, das wir bauen, in sich schlüssig wird und in sich rund wird und schön wartbar ist und so weiter. Das heißt, wir machen hier jetzt verschiedene Unterkapitel durch, einen kleinen Überblick, dann gucken wir uns an, wie modularer Entwurf funktioniert. Das ist ein bisschen, ich sag mal, 1970er Jahre. Werden Sie aber unter Umständen wieder treffen, wenn Sie irgendwo ein Legacy-System betreuen, pflegen, weiterentwickeln müssen. Danach geht es zum objektorientierten Entwurf. Das baut im Prinzip darauf auf. Allerdings gibt es in der Objektorientierung ein paar Dinge, die wir ausnutzen können beim Entwerfen. Das wollen wir natürlich tun. Und dann werden wir uns Architekturmuster und Entwurfsmuster anschauen. Das heißt, Architekturmuster, das sind ganz große Muster. Wie strukturiere ich eine Anwendung global? Und Entwurfsmuster, das sind Lösungen für kleine Spezialprobleme. Aber eben Probleme, die häufig auftreten. Und deswegen lohnt es sich, diese Entwurfsmuster zu kennen und auch erklären zu können, wenn man mit einem Kollegen drüber spricht oder wenn man das einem Auftragnehmer erklären will.
kann man einfach sagen, hier, nimm doch das Entwurfsmuster Brücke oder Bridge. Wissen die genau, was sie bauen müssen und sie erklären nicht umständlich mit 3 Vererbungshierarchien und 15 Relationen, was sie eigentlich meinen. Das heißt, da bekommen sie ein Vokabular an die Hand, wo sie sich mit anderen ausgebildeten Informatikern unterhalten können. Aber, wie gesagt, am Anfang steht die Einführung und der Überblick. Die Aufgabe des Entwerfens ist, aus den Anforderungen und allem, was aus der Definitionsphase rauskam, eben eine Softwarearchitektur zu entwickeln, die, naja, am besten alle Anforderungen erfüllt. Das wäre ja ganz praktisch. Und deswegen muss man sich jetzt nicht mehr überlegen, was bauen wir eigentlich? Das ist ja in der Definitionsphase schon passiert, sondern jetzt geht es darum, wie strukturieren wir das Ganze? Vielleicht sogar unter Berücksichtigung von anderen Nebenbedingungen, ja, Randbedingungen. Die Softwarearchitektur ist damit eine Gliederung von dem Softwaresystem in Komponenten oder Subsysteme. Und die können natürlich aus Modulen bestehen oder aus Klassen, je nachdem, ob wir uns im objektorientierten Entwurf befinden oder im modularen Entwurf. Und Pakete und Bibliotheken, das sind natürlich die Subsysteme. Pakete kennen Sie aus dem objektorientierten Umfeld. Subsysteme würden Sie wahrscheinlich bauen, wenn Sie modular unterwegs sind. Was Sie herstellen müssen, ist eine Benutzerrelation. Sie müssen sich überlegen, was sind denn die Komponenten, die ich in meiner Architektur habe und welche Komponente braucht welche anderen. Und im Idealfall gibt es eben nur Abhängigkeiten in eine Richtung. Wenn Sie sowas haben wie 2 Komponenten und A hängt von B ab und B hängt von A ab, dann können Sie die beiden nicht getrennt voneinander entwickeln. Das ist echt unschön. Also Sie wollen immer eine Architektur herstellen, wo Sie keine zyklischen Abhängigkeiten bekommen. Was dann optional noch dazu kommt, ist ein Feinentwurf. Das heißt, da geben Sie als Entwerfer, als Designer tatsächlich dem Implementierer vor, wie er die Datenstrukturen zu bauen hat oder wie er die Algorithmen auszuprogrammieren hat. Das heißt, da sehen Sie dann zum ersten Mal Pseudocode oder Datenstrukturen noch in der Modellierung drin. Und wenn Sie sich in einem verteilten System bewegen, dann müssen Sie natürlich auch sagen, auf welchem System Teil, auf welcher Maschine läuft welche Komponente. Wenn Sie sagen, ich habe hier ein Cluster aus 523 Knoten und nicht auf jeden Knoten kommt dasselbe, dann müssen Sie denjenigen, die das Zeug ausrollen, mal erklären, was Sie sich dabei gedacht haben bei der Strukturierung. Das alles passiert hier. So, das heißt, aus dem Pflichtenheft, aus der Benutzungsoberfläche, die Sie bauen sollen und aus dem Handbuch und dem Hilfekonzept und alles, was eben in der Definitionsphase vorher schon entstanden ist, bauen Sie jetzt eine Softwarearchitektur. Und das ist ein Prozess. Das ist nicht eine Übersetzung, die Sie instantan einfach hinkriegen, weil Sie sind besonders gut, sondern das sind viele Schritte, die man da durchführen muss. Und vorher müssen Sie sich noch ein bisschen die Randbedingungen anschauen. Könnte ja sein, dass es welche gibt, zum Beispiel, es gibt Komponenten, die können Sie kaufen. Das sollten Sie dann höchstwahrscheinlich auch tun, weil Standardkomponenten in der Regel recht gut funktionieren. Warum das Rad neu erfinden? Aber wenn Sie so eine Standardkomponente bekommen, dann können Sie die natürlich nicht beliebig einbinden, sondern nur mit den Schnittstellen, die sie eben hat. Und das hat sicherlich Auswirkungen auf Ihren Entwurf. Sie können nicht in SAP überall reingreifen, wo Sie gerade wollen, sondern Sie können nur die Schnittstellen benutzen, die bereitgestellt werden. Es könnte sein, dass es Echtzeitbedingungen gibt. Das heißt, Sie müssen bestimmte Zeitanforderungen einhalten. Wie lange darf denn eine Anfrage brauchen, bis sie durchkommt? Und wenn Sie so eine Anforderung haben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die auch halten können. Ja, Sie müssen ja die Architektur so bauen, dass das klappt. Wenn Sie Sachen speichern müssen, müssen Sie mal kurz drüber nachdenken. Machen Sie das auf Papier, auf Disketten, falls Sie das noch kennen, auf Festplatten, auf Datenbanken, was auch immer. Ja, auch das hat Auswirkungen auf die Architektur. Wenn Sie eine Datenbank benutzen, dann müssen Sie sich nicht allzu viel Gedanken darüber machen, wie das Zeug persistiert wird. Sie brauchen halt eine Schnittstelle zur Datenbank. Wenn Sie das alles selbst machen, dann müssen Sie sich über Konsistenz, Wiederherstellbarkeit und so weiter Gedanken machen. Und das müssen Sie auch vorsehen. Und dann kommt noch so ein bisschen klein Detailkram hinten dran. Wie wird das Ganze vom Ablauf her gesteuert? Gibt es ein großes Programm, das die ganzen Fäden zieht? Gibt es irgendwelche Ereignisse, die von außen eintreten und auf diese reagieren müssen? Läuft das Ganze sequenziell, läuft es parallel und so weiter. Und dann gibt es noch so Kleinkram, sage ich mal. Wie wird das Ganze installiert? Wie wird es gestoppt? Wie wird es gestartet? Und wie werden die Zugriffsrechte vergeben und verwaltet? Das sind alles Dinge, die vermutlich nicht in den Anforderungen drinstehen.
Da steht vielleicht drin, welche Berechtigungen es geben muss. Was darf ein Sachbearbeiter, was darf ein Kundensachbearbeiter tun? Aber wie das Ganze verwaltet wird und wie es vergeben wird und wie es durchgesetzt wird, das steht nicht in den Anforderungen. Das ist Ihre Aufgabe, das zu tun. Und dann, naja, gibt es noch eine Menge von nicht funktionalen Anforderungen. Sie haben sowas wie niedrige Kosten. Das ist offensichtlich was, was der Auftraggeber haben will. Er will aber auch eine rasche Entwicklung haben. Das heißt, wahrscheinlich braucht er viele Leute. Es gibt so Dinge wie saubere Schnittstellen. Das ist offensichtlich wichtig für den Entwickler. Der will sich nicht rumschlagen müssen mit schlecht definierten Schnittstellen. Und auch mit schlecht dokumentierten Schnittstellen wollen sie nicht arbeiten. Aber natürlich, gute Dokumentation kostet Zeit und damit Geld. Das heißt, das ist was, was der Auftraggeber vielleicht gar nicht so haben will. Oder das interessiert ihn nicht, sagen wir es mal so. Und dann gibt es noch den Endbenutzer, dem ist auch völlig egal, wie die Schnittstellen sind. Ob die sauber sind oder weniger sauber, ob die dokumentiert sind oder nicht. Hauptsache, die Software funktioniert. Ist einfach bedienbar. Das heißt, dem geht es um Ergonomie. Das interessiert den Entwickler wahrscheinlich nicht so sehr. Und ob es den Auftraggeber interessiert, naja. Er will eigentlich nur, dass seine Leute mit der neuen Software gut arbeiten können, also schneller sind als vorher. Ja. Wenn der Entwickler sagt, eine Textkonsole ist das Nonplusultra, sie müssen nur 322 Tastaturkürzel auswendig lernen, dann ist alles gut. Dann sagt der Auftraggeber vielleicht, oh, ist cool, zu meiner Zeit musste ich 1000 lernen, das ist total super. Aber die Endbenutzer, die wollen vielleicht eine GUI haben. Vielleicht wollen sie es auch auf dem Smartphone benutzen, gleichzeitig zu einer echten Client-Anwendung. Alles das müssen Sie sich überlegen und das Ganze müssen Sie abwägen. Sie können nicht alles befriedigen. Sie können nicht in 2 Wochen mit einem Entwickler eine ergonomische Software liefern, die perfekt dokumentiert ist und alles macht. Es sei denn, die Software ist trivial. Ja, der zentrale Punkt, ja, also das ist alles klar, Laufzeit versus Platzbedarf. Entweder Sie rechnen alles immer aus, wenn es gebraucht wird, oder Sie speichern alles immer ab, dann müssen Sie es nur noch holen. Ja, wenn Speicherplatz teuer ist, dann wollen Sie es ausrechnen. Wenn es schnell gehen muss, wollen Sie es abspeichern. Sie können nicht beides machen, höchstwahrscheinlich. Aber unter all diesen Beispielen gibt es eigentlich nur einen Punkt, der wirklich gut ist. Das ist der letzte. Good, fast, cheap, pick any two. Alles drei, das geht nicht. Ja, egal wo Sie ziehen, irgendwo an einer anderen Stelle wird sich Ihr Projekt bewegen. Sie können sagen, das ist mir aber viel, viel zu langsam, wie er entwickelt. Setzt da mal noch 5 Entwicklerteams dazu. Ja, können wir machen, dann wird es wahrscheinlich früher fertig, aber es wird ein bisschen teurer. Ja, nämlich 5 Entwicklerteams mehr. Ja, die muss ich ja bezahlen. Und ich muss sie wahrscheinlich auch noch administrieren und koordinieren. Das heißt, wenn ich 1 habe und wenn ich 6 habe, bin ich nicht 5-mal schneller. Müssen Sie also abwägen. Und erst wenn das alles klar ist, wie Sie das abwägen dürfen, ja, Ihr Auftraggeber wird Ihnen einfach sagen, was Sie machen können. Sie können ihm vielleicht erklären, was gut ist, aber er wird letztendlich entscheiden wollen. Erst wenn das alles klar ist, können Sie die erste Architektur in Angriff nehmen und es tatsächlich bauen. Wie ich Ihnen gesagt habe, gibt es 2 grob unterschiedliche Entwurfsmethoden, den modularen Entwurf und den objektorientierten Entwurf. Und was Sie sich von dieser Folie bitte merken ist, alles, was im modularen Entwurf gilt, gilt im objektorientierten Entwurf immer noch. Es wird nur noch mehr dazukommen. Es gibt einfach Dinge im objektorientierten Entwurf, die es bei Modulen nicht gibt. Ja, aber Sie dürfen nichts vergessen von dem, was im modularen Entwurf erklärt wird. Also, dazu sollten Sie im Balzart nachlesen, wenn Sie einen haben. Wenn nicht, gehen Sie mal in der Bibliothek vorbei und blättern das auf. Was kommt raus, wenn Sie einen modularen Entwurf gemacht haben? Es kommt ein Modulführer raus. Das ist schlicht und ergreifend sowas wie, ja, eine Detailspezifikation, da steht eben drin, was für Module gibt es, was können die, was für Schnittstellen haben die, eben eine komplette Beschreibung und Sie werden da drin Entwurfsmuster wiedersehen, zum Beispiel sowas wie eine Schichtenarchitektur oder ein Fließband, eine Pipeline. Das alles brauchen Sie an der Stelle und was da natürlich auch rausfällt, sind die Modulschnittstellen, das heißt, da haben Sie Ein- und Ausgabeparameter und alles, was Sie eben brauchen, um so ein Modul anzusprechen. Das müssen Sie aufschreiben. Genau. Idealerweise machen Sie das formal. Idealerweise heißt, wenn Ihr Projekt wahnsinnig viel Geld hat oder Sie bei der NASA arbeiten.
Ansonsten wird es höchstwahrscheinlich informell sein. Sprich, Sie schreiben das auf Englisch dahin. Vielleicht kriegen Sie es hin, an der einen oder anderen Stelle eine Grammatik anzugeben oder irgendwas mit XML für die Ein- und Ausgabedateien, dass Sie da ein Stylesheet anlegen oder so. Aber in der Regel wird das alles Englisch oder Deutsch sein, je nachdem, wo Sie arbeiten. Was dann auch dazu kommt, ist die Benutztrelation. Das waren die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Modulen. Und was Sie da eigentlich haben wollen, ist einen azyklischen gerichteten Graph. Das heißt, Sie haben eine Menge von Modulen, das sind die Knoten. Und die Benutzrelation, das sind die gerichteten Kanten dazwischen. Und Sie wollen da keine Zyklen drin haben. Hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt. Wenn A von B abhängt und B hängt von A ab, dann müssen Sie beides gleichzeitig richtig und fertig haben. Wissen Sie nicht, ob es geht. Ja, und bis dorthin haben Sie keine Ahnung. Deswegen azyklisch und gerichtet, dann ist das Ganze gut. Und dann nennt man das Hierarchie. Steht bestimmt auf einer anderen Folie auch noch drauf. So, optional kommt noch ein Feinentwurf dazu. Das war das mit Datenstrukturbeschreibung und möglicherweise Algorithmenbeschreibung. Wie gesagt, optional, weil das macht man tatsächlich nur dort, wo es wirklich um ein paar kleine Details geht. Wenn Sie beim Entwerfen der Architektur schon genau wissen, diese Datenstruktur muss es sein und keine andere, sonst kann ich meine Anforderungen nicht halten, dann sollten Sie das in den Feinentwurf reinschreiben. Wenn Sie sagen, mir ist es völlig egal, was für eine Datenstruktur er da benutzt, der Entwickler, ja, dann schreiben Sie es ihm auch nicht vor, dann soll er die nehmen, die gerade am besten passt. Ja, Pseudocode kennen Sie schon, schreibt man in der Regel in irgendeiner Hochsprache hin oder irgendwas, was so aussieht wie eine Hochsprache. Und Sie sehen hier schon auf der Folie, wird in der Implementierungsphase von Hand in Assembler umgesetzt. Das passiert Ihnen hoffentlich nicht so oft. Ja, aber modularer Entwurf Ende der 70er, da war das halt State of the Art. Wenn Sie was haben wollten, was wirklich rennt, was sauschnell ist, dann müssen Sie es wirklich ganz unten auf Maschinenebene hinkodieren. Hoffentlich trifft Sie das nicht, es sei denn, Sie finden es total klasse, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie es trifft. Je nachdem. Okay. So, es gibt zwei Sichtweisen. Das eine ist der externe, das andere der interne Entwurf. Extern ist im Prinzip das, was Sie brauchen, um so ein Modul zu benutzen. Das heißt, da wissen Sie, wie die Gesamtstruktur des Systems ungefähr aussehen soll und da kennen Sie die Ein- und Ausgabeschnittstellen. Aber den Feinentwurf, den brauchen Sie da eigentlich nicht. Sie müssen nicht wissen, wie Ihr Kollege das Modul konkret implementiert. Wahrscheinlich ist es sogar besser, wenn Sie es nicht wissen. Es reicht, wenn Sie die Schnittstellen haben. Ja, und genau. So. Das mit diesem azyklischen gerichteten Graph, das hängt einfach daran, dass Sie wollen, dass jedes Modul für sich genommen bearbeitet werden kann und dass es völlig ohne Kenntnis über Interna von anderen Modulen funktioniert. Ja, das heißt, wenn Sie in einem Modul eine Datenstruktur haben, dann sollten Sie die nach außen hin verbergen. Sie sollten niemandem sagen, dass Sie mit einem Stack arbeiten. Es sei denn, das Modul ist ein Stack. Ja. Genau. Die Implementierungsdetails, die behalten Sie für sich. Die gehören nicht nach außen. Sie müssen da quasi eine Mauer hinziehen und durch die Mauer darf man nur die Schnittstellen sehen. Und das ist deswegen wichtig, weil Sie sich nach außen hin abkapseln wollen. Stellen Sie sich vor, jemand weiß, wie die Interna Ihres Moduls funktionieren und sagt, hey cool, der hat da eine doppelt verschachtelte Indexstruktur im Hauptspeicher. Da greife ich mal rein. Dann bin ich nämlich schneller. Und Sie überlegen sich dann irgendwann, dieser doppelt geschachtelte Index, der bringt es nicht. Sie machen einen dreifach geschachtelten draus oder Sie lassen den Index ganz weg. Ja, und dieses andere Modul, das da in Ihrem Index rumgefuhrwerkt hat, das hat dann ein Problem. Das funktioniert nämlich nicht mehr. Und das heißt, wenn Sie eine Entscheidung ändern, dann muss jemand anders hinter Ihnen herräumen. Und genau das wollen Sie vermeiden. Und das kriegen Sie am besten dann hin, wenn Sie keinem verraten, wie das intern funktioniert. Das behalten Sie einfach für sich. So, im Normalfall hat ein Modul mehrere Unterprogramme. Das heißt, es gibt verschiedene Dinge, die so ein Modul tut. Das ist nicht so furchtbar überraschend. Und wenn Sie mehrere Unterprogramme in einem Modul haben, dann sollten Sie die natürlich bitte so zusammenfassen, dass die einen Zusammenhang haben. Das ist das Gleiche wie im letzten Kapitel mit den Paketen. Ja, wenn Sie mehrere Klassen zu einem Paket zusammenfassen, dann sollten die Klassen was miteinander zu tun haben. Wenn Sie mehrere Teilmodule zu einem großen Modul zusammenpacken, dann sollten die Teilmodule was miteinander zu tun haben. Ja, das ist eigentlich völlig einleuchtend, aber naja, Sie sollten sich ins Gedächtnis rufen, wenn Sie mal denken, ah, das ist hier Verschiedenes.
Ja. Verschiedenes ist kein guter Modulname, weil vermutlich hat das, was da drin ist, nicht viel miteinander zu tun. Ja, blöde Idee. Und Sie sollten es irgendwie hinkriegen, dass ein Modul für sich genommen, einzeln betrachtet, voll verstehbar ist. Das kennen Sie auch schon aus dem Entwurfsteil. Ich habe Ihnen gesagt, ein Paket, ein Klassendiagramm von einem Paket sollte auf eine DIN A4-Seite passen. Das ist natürlich deswegen so, oder das soll deswegen so sein, damit Sie es komplett verstehen können. Am besten auf einen Blick. Das ist bei einem Modul ganz genauso. So, ein Modul, jetzt haben wir eine schöne Definition. Wer von Ihnen hat vor, in die mündliche Nachprüfung zu kommen? Das ist eine sehr gute Einstellung. Wenn es doch jemanden trifft, solche Definitionen einfach mal auswendig parat haben. Aber am besten schreiben Sie einfach die Klausur mit und bestehen, dann brauchen Sie das gar nicht. Also, das Modul ist eine Menge von Programmelementen, die nach dem Geheimnisprinzip gemeinsam entworfen werden. Entworfen werden. Wer weiß, was das Geheimnisprinzip ist? Aha. Ich meine jetzt nicht WikiLeaks und Snowden, sondern das echte Softwaretechnik-Geheimnisprinzip. Sie waren der Erste. Möchten Sie sagen? Ja, genau. Okay, Sie müssten ein bisschen lauter sprechen. Ich wiederhole mal, was bei mir angekommen ist. Ihr Kommilitone sagt, das Geheimnisprinzip heißt, ich mache bei Klassen die ganzen Variablen auf Private und dann gebe ich Methoden dafür raus, die sind dann Public, auf die man zugreifen kann, damit so eine Art Kapselung entsteht. Hatten Sie noch mehr gesagt? Nee. Okay, was privat sein muss, soll privat sein. Das ist doch wieder ein bisschen Snowden. Aber das ist genau richtig, was Sie sagen. Die Frage ist nur, was privat sein muss, soll privat sein. Was soll denn alles privat sein? Das werden wir uns mal noch anschauen. Das Geheimnisprinzip heißt, jedes Modul verbirgt eine wichtige Entwurfsentscheidung hinter einer wohldefinierten Schnittstelle. Und das Wichtige ist, die Schnittstelle, die ändert sich nicht, wenn Sie die Entwurfsentscheidung ändern. Das Wichtige ist, dass die Schnittstelle sich nicht ändert, wenn Sie die Entscheidung ändern. Das klingt ein bisschen blöd, aber ich zeige Ihnen mal, was das eigentlich heißt oder was das heißen kann. Wir haben hier eine kleine Klasse, die heißt Strecke ohne Geheimnis. Soll verdeutlichen, dass die keine Geheimnisse hat. Alle Programmteile können auf alles zugreifen. Insbesondere Start- und Endpunkt mit X- und Y-Koordinaten sind völlig public. Ja, das heißt, jeder kann mit dieser Strecke machen, was er will. Es ist ja auch völlig klar, wie das zu benutzen ist. Ja. Ich meine, wer wird da Fragen haben? Das ist keine besonders gute Idee, weil Sie können zum Beispiel, wenn Sie parallel arbeiten, zwei Fäden haben, die da gleichzeitig drauf zugreifen. Und Sie kriegen noch nicht mal was mit, dass die gleichzeitig zugreifen. Das ist ein bisschen unschön. Ihr Kommilitone hat gesagt, alles, was privat sein soll, soll privat sein. Und dann machen wir mal Getter und Setter drumherum. Da haben wir jetzt Kapselung. Das ist völlig richtig. Das heißt, wir haben jetzt immer noch Startpunkt X und Y und Endpunkt X und Y und die sind jetzt private. Und dafür geben wir einfach mal Public Getter und Setter an. Das ist gekapselt. Ist das geheim? Haben wir hier das Geheimnisprinzip gut umgesetzt? Hätten Sie das so gebaut? Vielleicht. Ja? Der Kommilitone sagt, das ist keine so furchtbar gute Idee, weil zum Beispiel, wenn ich den Startpunkt ändere, dann kann ich in dem Fall hier einfach den X-Wert ändern und den Y-Wert stehen lassen. Das heißt so viel wie, ich habe nur die X-Koordinate verändert. Wenn ich aber beides ändern will, dann muss ich zwei Methodenaufrufe machen und das ist schon nicht mehr atomar. Haben Sie da noch eine Anmerkung dazu? Ja. Okay, Ihr Kommilitone merkt an, es könnte ja sein, den Startpunkt, den will man überhaupt nicht verändern dürfen.
Und dann könnte jetzt immer noch jemand hingehen und den einfach manipulieren. Ja, das ist auch ein Problem, aber das hängt ein bisschen von den Anforderungen ab. Ja? Aber das könnte ein Problem sein. Der Kernpunkt ist, wir haben hier immer noch X- und Y-Koordinate getrennt. Das ist genau das, was Sie gesagt haben. Und wir haben keinen semantischen Zusammenhang zwischen X und Y. Das sind halt zwei Int-Variablen, ja, und die kann ich getrennt voneinander setzen. Und dass die zusammengehören, gibt mir die API nicht vor. Ja. Schöner wäre es, wenn ich einen Punkt hätte, also eine Punktklasse, die besteht natürlich aus X und Y, und dann kann ich den Startpunkt setzen und ich kann ihn mir geben lassen und ich kann auch sowas wie die Länge ausrechnen lassen von dem Linienobjekt. Ich kann also immer noch all das tun, was ich vorher mit meinen 4 Int-Variablen auch tun konnte, nur dass ich jetzt sicher bin, dass von außen halt tatsächlich nur noch semantisch sinnvoll darauf zugegriffen wird. Ja, dieses Problem, dass ich jetzt halt, die X-Koordinate ändere und die Y nicht, das kann schon nicht mehr auftreten, weil ich muss einen Punkt übergeben und er hat immer beides. Ja, das heißt, es ist schon toller. Und was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich die Entwurfsentscheidung ändern. Die Entwurfsentscheidung für diese Linie ist, ich speichere mir intern den Start und den Endpunkt. Kennt jemand noch eine andere Möglichkeit, eine Linie zu speichern? Ehrlich, niemand? Sie haben gerade. Ja. Aha, Ihr Kommilitone sagt, ein Punkt, ein Winkel und eine Länge. Das ist zufällig genau das, was wir hier hinten gemacht haben. Und was Sie hier sehen ist, ich habe jetzt hier zwei Double-Variablen. Ich habe immer noch einen Punkt als Startpunkt, aber dann eben Länge und Winkel. Wie auch immer man Winkel in einer Gleitkommazahl angeben mag. Das ist jetzt nicht so wirklich gut dokumentiert. Aber das ist völlig egal, weil die Methode setEndpunkt mit Punkt als Parameter, die ist immer noch da. Die Schnittstelle nach außen, die hat sich nicht geändert. Ich kann immer noch mit zwei Punkten eine Linie machen und wie das intern dargestellt wird, das überlasse ich dem Linienentwickler. Und naja, die Länge, die kann ich jetzt viel einfacher zurückgeben, weil die habe ich ja explizit gespeichert. Die muss ich nicht mehr ausrechnen, wie in diesem Beispiel. Ja, man kann natürlich sagen, das ist nicht furchtbar aufwendig, diese Wurzel auszurechnen, aber das kann man sich natürlich sparen. Wenn man praktisch nur die Länge abfragt von Linien und sonst nichts mit denen macht, dann ist es vielleicht praktisch, wenn man die schon zwischengespeichert hat. Ja, und diese Entscheidung, die kann man einfach treffen und ändern und wieder ändern und nochmal revidieren, wenn man die Schnittstelle vorher klar definiert hat. Ist Ihnen klar, warum das Geheimnisprinzip eine gute Idee ist? Wenigstens ein bisschen nicken? Okay. Die Idee ist, wenn Sie voraussehbare Änderungen haben, das ist sowas wie, wie speichere ich denn eine Linie? Das soll möglichst ohne jegliche Änderung an den Schnittstellen passieren können. Und je unwahrscheinlicher, je unvorhersehbarer so eine Änderung an der internen Repräsentation wird, desto wahrscheinlicher dürfen sich die Schnittstellen ändern. Das heißt, wenn ganz seltene Änderungen kommen, dann dürfen wir das doch machen. Ja? Aber das soll dann bitte auch möglichst nicht überall passieren, sondern nur an lokalen Stellen. Ja? Die Anmerkung 1 ist genau das, was Ihr Kommilitone zu Beginn gesagt hat. Das Geheimnisprinzip führt praktisch immer dazu, dass Sie Attribute privat abspeichern, das heißt private Instanzvariablen haben und Zugriffsmethoden bereitstellen, damit man mit diesen Attributen arbeiten kann. Ja, das ist aber nicht alles. Wie wir gesehen haben, wenn ich Z-Startwert X und Z-Startwert Y mache, dann habe ich zwar gekapselt, aber verborgen habe ich nichts. Also kommt ein bisschen drauf an, was man damit macht. Die Anmerkung 2, was bedeutet die deprecated Information in der Java-Dokumentation in diesem Kontext? Ja. Aha, Ihr Kommilitone sagt, naja, die Methode, die damit gekennzeichnet ist, die ist veraltet und wurde ersetzt. Vielleicht ersetzt, ja. Vielleicht ein bisschen spezieller auf den Modulteil. Aha. Das ist genau das, was Sie gerade sagen. Das ist eine Warnung an die Leute, die das benutzen. Nämlich, Achtung, hier hat sich was geändert oder hier wird sich was ändern. Ja, benutzt diese Methode nicht mehr, weil das ist eine Schnittstelle, die werde ich ändern müssen.
Richte dich darauf ein. Ja? Das ist quasi die Vorankündigung zu, naja, die Schnittstelle, die war doch nicht so gut nach dem Geheimnisprinzip entworfen, wie ich es eigentlich dachte. Also wenn Sie sowas treffen, besser nicht benutzen. Sie haben einfach keine Garantie. So, wie kann ich jetzt meinen Entwurf danach gliedern? Naja, ich mache mir eine Liste von allen Dingen, die sich wahrscheinlich mal ändern können oder die ich ändern können will und sortiere die so ein bisschen, nämlich nach wie schwierig sind die, wenn ich sie ändern muss und wie wahrscheinlich ist es, dass die sich ändern. Und jede dieser Entwurfsentscheidungen packe ich am besten in ein Modul. Ja, dann habe ich quasi jedes Modul kapselt dann eine solche Entwurfsentscheidung und die Schnittstelle ist sauber. Und wenn ich nur diese eine Entwurfsentscheidung ändere, dann muss ich nur in dieses eine Modul greifen. Ja, es ist eine schlechte Idee, ein Geheimnis über viele Module zu verteilen. Weil wenn sich dieses eine Geheimnis ändert, dann müssen Sie alle betroffenen Module anfassen. Versuchen Sie das so zu kapseln, dass Sie eine Entwurfsentscheidung in ein Modul reinstecken. Das heißt nicht, dass in einem Modul nur ein Geheimnis sein darf. Aber ein Geheimnis sollte nur in einem Modul sein. So. Ja, dann, was sind denn so die Klassiker? Naja, Datenstrukturen, auf jeden Fall. Alles, was in die Implementierungsdetails reingeht. Ich hatte vorhin sowas mit einem Index angerissen. Ja, wenn Sie sich Indizes auf Speicheradressen speichern, wenn Sie im C-Feld unterwegs sind, das ist eine gute Idee, aber das sollte niemand wissen. Auch verbergen sollten Sie so Dinge wie Gerätetreiber, alles was hardwarenah ist, alles was betriebssystemnah ist. Koppeln Sie alles ab, was Windows-spezifisch ist. Ja, kapseln Sie das am besten in irgendwas rein, dann können Sie sich ein äquivalentes Modul bauen für ein anderes Betriebssystem und müssen das nur dieses eine Modul austauschen. Und naja, alles, was so an Basissoftware rangeht, Datenbanken, Bibliotheken für grafische Benutzeroberflächen, all das sollten Sie in ein Modul packen, weil es könnte sein, nächste Woche kommt Ihr Chef und sagt, wir haben die Oracle-Lizenz nicht verlängert, wie schnell können Sie Postgres einsetzen? Wenn Sie dann sagen, da muss ich jetzt aber die ganze Software umbauen, weil alle Module, die ich habe, greifen auf die Datenbank zu und zwar direkt, ja, das ist nicht so ganz geschickt. Ja, dann haben Sie ein Problem, dann müssen Sie das Wochenende durcharbeiten, mindestens. Ja, oder Sie überzeugen Ihren Chef davon, doch nochmal die Oracle-Lizenz zu verlängern. Aber da brauchen Sie echt gute Argumente. Wie zum Beispiel, wir sind pleite, weil unsere Software dann nicht mehr funktioniert, wenn Sie das jetzt so entscheiden. Aber das sollte natürlich nicht auf Ihrem Mist gewachsen sein. Sie sollten nicht der Architekt gewesen sein, der das verbrochen hat. Ja, schlechte Idee. Es sei denn, Sie sind irgendwo so auf CEO-Ebene. Dann können Sie das machen, dann kriegen Sie 100 Millionen Abfindung. Aber vermutlich als CEO werden Sie keine Architektur mehr bauen. Ja. Also all diese Dinge, die hier draufstehen, merken Sie sich die, wenn Sie sowas treffen, am besten kapseln. Nicht nach außen rausgeben, wie man das intern benutzt hat. Okay, es gibt noch weitere Ein- und Ausgabeformate natürlich. Das ist das gleiche wie mit der Datenbank. Wenn Sie jemandem verraten, wie Ihr Binärdateiformat funktioniert und der greift da direkt rein, dann können Sie es nicht mehr ändern. Blöd. Text von Dialogen, Beschriftungen, all das, was Sprachunabhängigkeit ermöglicht, das sollten Sie rauskapseln. Gehen Sie davon aus, dass Sie keine Anwendung sinnvoller Größe mehr bauen werden, die ausschließlich auf Deutsch vertrieben wird oder ausschließlich auf Englisch. Sie wollen die Software immer so bauen, dass Sie sie am besten auf dem ganzen Globus verkaufen können. Und zwar ohne, dass Sie die Software komplett umarbeiten müssen. Es sollte reichen, dass Sie ein Modul austauschen, in dem alle Bezeichner drinstehen, die man in der GUI sieht. Ja, genau. Haben Sie Fragen bis hierhin, was man denn so verbergen sollte und warum? Okay. So, wenn Sie das alles getan haben, müssen Sie es in den Modulführer reinschreiben. Sie müssen erklären, was Sie da gemacht haben. Sie müssen erklären, was sind die Entwurfsentscheidungen, die gekapselt werden, wie werden die gekapselt, was ist die Funktion überhaupt von diesem Modul, was soll das denn tun und naja, wenn dieses Modul in weitere Untermodule aufgeteilt ist, dann sollten Sie natürlich die Struktur erklären. Das heißt, Sie haben dieselbe Aufgabe nochmal innerhalb des Moduls wie innerhalb der Gesamtarchitektur. Das ist nicht so furchtbar überraschend. Sie müssen halt dokumentieren. Gehen Sie davon aus, Sie machen Feierabend und laufen vor einen Bus
dann sollte Ihre Firma nicht pleite gehen. Das ist so der Wunsch, den man hat an Dokumentation. Deswegen überlegen Sie sich, dass Sie keine Duplikate da reinmachen, weil Duplikate muss man pflegen. Vermeiden Sie Lücken. Natürlich ist es toll, wenn Sie der Einzige in der Firma sind, der irgendwas Spezielles erklären kann. Aber aus Firmensicht will man das nicht haben. Ja, insbesondere, wenn Sie mal ein Team von Entwicklern oder von Architekten beaufsichtigen und stellen fest, da ist immer eine Lücke. Immer wenn der Architekt unterwegs ist, habe ich eine Lücke in der Dokumentation. Dann hauen Sie dem auf die Finger. Das ist Ihr Job, aufzupassen, dass das nicht passiert. Ja, weil das liefert einerseits natürlich eine Zerlegung des Problems. Wenn man diesen Modulführer liest, dann weiß man, wie sind die Einzelschritte, die ich durchführen muss, um das Problem zu lösen. Und wenn Sie hinterher das Produkt ausrollen und das in den Wartungszweig reinfällt, also andere Entwickler sich um Fehlerbehebung bemühen müssen und um Aktualisierung, weil sich das Betriebssystem drunter geändert hat oder was auch immer, dann wollen Sie, dass dieses Wartungsteam effizient arbeiten kann. Dafür braucht es Dokumentation und da tut es nicht ein C-Header-File. Da können Sie einfach nichts mit anfangen. Sie brauchen ein bisschen mehr Kontext. So, die Schnittstellen, die sollten Sie so definieren, dass Sie am Ende eine Blackbox haben. Ja? Schreiben Sie hin, was sind die Methoden oder die die Prozeduren, die man aufrufen kann, was sind die Eingabeparameter, was sind die Rückgaben und sorgen Sie, wie gesagt, dafür, dass die Schnittstellen invariant sind, wenn irgendwas sich an den Internas ändert. Vielleicht kennen Sie die Internas ja noch gar nicht, wenn Sie entwerfen. Dann sind Sie quasi gezwungen, das so zu machen, dass es änderbar ist. So, was kriegt man also? Eine Liste der öffentlichen Programmelemente. Erinnern Sie sich mal, was Sie alles in der Java-Dokumentation kriegen. Sie kriegen die Ein- und Ausgabeformate, wenn das denn ein Ein- und Ausgabemodul ist, sprich die Dateiformate. Sie kriegen Parameter und Rückgabewerte von Unterprogrammen oder Operationen. Sie kriegen eine Beschreibung des Effekts, also was tut das Ding. Und Sie kriegen zum Beispiel auch gesagt, was sind denn Fehler, die da auftreten können und wie werden die behandelt oder wie müssen die behandelt werden. Und was passiert, wenn da eine Ausnahme auftritt, die eben nicht behandelt wird, modulintern, sondern die man außen irgendwie aufräumen muss. Das ist schon sehr stark, oder das sieht schon sehr stark nach dem aus, was Sie kriegen, wenn Sie einfach Java-Doc aufmachen. Das heißt, wenn Sie ein Java-System sinnvoll implementieren, dann kriegen Sie große Teile davon einfach geschenkt. Sie müssen halt noch den Methodenkommentar dazu schreiben oder den Klassenkommentar. Dann sind Sie schon sehr nah an dem dran, was hier als Modulführer oder als Modulschnittstellenbeschreibung gefordert wird. Haben Sie Fragen bis hierhin? Dann habe ich eine Frage. Wissen Sie, was ein Quick-Index ist? Haben Sie sowas schon mal in der Hand gehabt? Keywords in Context. Das hat man benutzt, als man noch Bücher benutzt hat. Weiß nicht, ob Sie schon mal so einen Index in einem Buch gesehen haben, aber das ist, sagen wir mal, ein recht interessantes Problem und die Aufgabe, diesen Index zu bauen, naja, das ist in Anführungszeichen schwierig. Und was ich Ihnen jetzt zeigen werde, das ist eine Fallstudie, die ist, glaube ich, von 1970. Das heißt, damals waren Rechner irgendwie teuer. Ja, man musste da Millionen investieren und dann hat man 600.000 Speicher bekommen. Das heißt, sich Gedanken darüber machen, wie man das schnell und effizient und speicherschonend implementiert, das war lohnenswert, weil man musste dann nicht beim Hardwarehersteller nochmal einen LKW-Speicher reinrollen lassen. Für 100.000. Ja. Deswegen hat man sich eben Ingenieure, Informatiker hingesetzt und hat die das sinnvoll machen lassen. Jetzt aber, was ist ein Quick-Index? In einem Quick-Index, da stehen Wörter drin, die man suchen möchte, sowas wie ein Index in einem Buch. Aber wir gehen nicht mehr von einzelnen Wörtern aus, sondern von ganzen Titeln, zum Beispiel von Büchern. Ja? Und Sie möchten zum Beispiel suchen können nach Harry Potter. So, das heißt, Sie wollen, dass im Index unter H Harry Potter und der Orden des Phönix steht. Wenn Sie aber nicht mehr so genau wissen, wie der Zauberer hieß, aber da war irgendwas mit diesem Phönix, dann wollen Sie nach P gehen und da muss dann stehen Phönix, Harry Potter und der Orden des. Das heißt, Sie brauchen von diesen Titeln die ganzen zirkulären Verschiebungen.
Ja, erst in der normalen Reihenfolge, dann das erste Wort weglöschen und ans Ende dran und so weiter, bis sie da einmal durchrotiert sind. Und dann haben sie alle Verschiebungen und die werden alphabetisch sortiert und dann haben sie ihren Index. Nehmen an, so einigermaßen ist klar, was das ist. Hier haben wir mal ein Beispiel und wenn man diese Titel da reinsetzt, dann kommt dieser Index raus. Was in diesem Index jetzt passiert ist, ist genau das, was ich Ihnen gesagt habe. Es ist nur ein bisschen komisch dargestellt. Das erste Wort in der Zeile Ihres Indexes, das Sie in der Hand haben, das ist das Großgedruckte. Ja, das heißt, es gibt ein Buch, das heißt Flug des Phönix, der. Und es gibt Klöster, Orden und. Und so muss man das lesen. Das heißt, alles, was links steht, gehört eigentlich rechts hinten dran geklebt. Und Sie sehen, da ist natürlich, sind alle Verschiebungen drin, abgesehen davon, dass die Stoppwörter übersprungen sind. Also es gibt keine Einträge, die mit der, die, das und so weiter anfangen. Das will man nicht haben. Jetzt ist aber die Frage, wie kriegt man so einen Index hübsch hin und speichersparend und alles. Man könnte natürlich hingehen und sagen, okay, ich habe hier einen Titel, dann verschiebe ich den jeweils um ein Wort. Wenn ein Stoppwort am Anfang ist, dann überspringe ich diesen Eintrag und wenn kein Stoppwort am Anfang ist, dann speichere ich mir das Ganze und mache die nächste Verschiebung. Das führt natürlich dazu, dass ich jeden Titel vielfach abspeichern muss, nämlich so oft, wie halt Wörter drin sind, die keine Stoppwörter sind. Und das ist ein bisschen ungeschickt, wenn Speicher Fantastilliarden kostet. Wir brauchen also eine andere Lösung. Und diese andere Lösung, die ist ein bisschen umfangreich. Ich habe noch ein anderes Beispiel, das ist aber dasselbe in grün. Ich weiß nicht, wer und warum diese Folie da eingefügt hat, aber Sie sehen, hier gibt es jetzt eine Verschiebung oder einen Titel mit vier Wörtern und dazu gibt es vier Verschiebungen. Das heißt, wir haben echt den Speicherbedarf vervierfacht. Und das ist kein besonders langer Buchtitel. Denken Sie mal an akademische Werke, wo dann der Untertitel noch zwei Sätze hat. Das wird echt teuer. Ja, deswegen will man das nicht haben. Und es gibt einen wunderschönen Entwurf, der wirklich ganz großartig ist und viele Pfeile hat. Deswegen gehen wir da mal stückweise durch und ich erkläre Ihnen, wie das funktionieren kann. Und dann sagen Sie mir, ob das eine gute Idee war, das so zu machen. Oben drüber, ganz oben, das Hauptmodul, das ist der Treiber. Der ist dafür zuständig, dass dieser ganze Ablauf orchestriert wird. Der kümmert sich darum, dass die Module in der richtigen Reihenfolge aufgerufen werden und so weiter. Und jetzt gucken wir uns diese Hauptzeile an. Das heißt, ganz links gibt es die Eingabe, da fließen die Titel rein. Das heißt, eine Textdatei, in jeder Zeile steht ein Titel. Dann muss das Ganze verschoben werden, jeder Titel jeweils einmal komplett rum. Dann muss das ganze Ergebnis nach dem Alphabet sortiert werden und dann wollen wir das noch ausgeben. Das ist einfach so das, was man tun muss, um einen Quick-Index herzustellen. Und jetzt kommt die untere Hälfte, ja, der eigentlichen Implementierung und da passiert die Magie. Das ist ganz großartig. Es gibt einen Zeilenspeicher. Da wird jeder Titel gespeichert als eine Zeile. Das ist erstmal nicht furchtbar spannend, das ist einfach nur die Textdatei im Hauptspeicher. Dann gibt es einen Verschieber. Dieser Verschieber, der liest die ganzen Zeilen und speichert sich einen Index auf die Verschiebung. Ich zeige Ihnen gleich ein Bild, auf dem Sie sehen, wie dieser Index funktioniert. Das heißt, dieser Verschiebeindex, der hier rauskommt, der hat Pointer auf die einzelnen Verschiebungen, auf diese zyklischen Rotationen in dem Index drin, ohne dass die einzelnen Zeilen vervielfältigt werden. Und ganz am Ende wird dieser supergeile Verschiebeindex, der wird dann noch sortiert, dann kommt ein sortierter Index raus. Das heißt, wir haben hier sehr feingliedrig aufgeschlüsselte Datenstruktur und wir speichern einmal die gesamte Datei. Und hier drin, in den beiden Indizes, da sind nur noch Pointer. Das ist also sehr kompakt. Jetzt, wie funktioniert das? Bisschen blöd. Also, wir lesen das Ganze ein. Textdatei, jeder Zeile steht ein Titel und speichern das im Hauptspeicher. Zusätzlich merken wir uns für jede Zeile, wo im Hauptspeicher die anfängt. Das sieht dann so aus. Mit dem apps integer absolute value aus dem Beispiel von eben, das ist im Hauptspeicher. Ja. ABS, Doppelpunkt, ist die Zeichenkette, die gespeichert wird. Backslash 0 ist das Endbyte. Das sagt, an der Stelle ist vorbei. Da kommt jetzt das nächste Wort. Das heißt,
Da geht es dann direkt weiter. Da ist kein Speicherplatz zwischendrin, der irgendwie ja, reserviert wird, aber nicht benutzt, sondern die Wörter werden direkt hintereinander im RAM abgelegt. So kompakt, wie es geht. Und der Zeilenindex sagt, die Zeile i, die fängt hier vorne an. Und die Zeile i plus 1, die fängt hier hinten an. Da fängt also der nächste Titel an, wo hier Punkt, Punkt, Punkt steht. Ja, im RAM habe ich also jetzt eine Wortliste, die ist sehr lang. Und ich habe viele Zeiger, die sagen mir immer, übrigens, hier fängt ein Titel an und da fängt ein Titel an und da fängt der nächste an. Also die Liste der Zeiger hier, die ist genauso lang, wie viele Titel ich habe in meiner Textdatei, wie viele Zeilen da drin stehen. Dann kommt die Geschichte mit dem Verschieben. Und der Verschieber, der schaut sich jetzt an, naja, der erzeugt auch mal wieder einen Index, das ist ganz praktisch. Und zwar speichere ich mir die Zeilennummer, also die Nummer des Titels, der gerade verschoben wird, und die Adresse, und zwar die Adresse vom ersten Wort in der Verschiebung. Der erste Eintrag in diesem Index ist also nulltes Wort vom nullten Titel. Und der nächste Eintrag ist nullter Titel, erstes Wort. Der nächste Eintrag ist nullter Titel, zweites Wort. Damit kann ich quasi alle Verschiebungen rekonstruieren. Ich kann mir die alle ausrechnen. Nur mit diesem Index. Das heißt, ich habe jetzt einen Verschiebeindex, der sagt, die erste Verschiebung, die fängt hier an. Das ist der Titel in der normalen Reihenfolge. Dann kommt abs integer absolute value raus. Der nächste Eintrag, der geht auch immer noch auf den Titel i, der fängt bei integer an. Also ist die Verschiebung integer absolute value abs und so weiter. Bis hierhin denke ich, ist noch klar. Ich kann jetzt diesen Verschiebeindex hier durchgehen und mir aus dem Hauptspeicher alle Verschiebungen raussuchen, die es gibt und kann die ausgeben. Blöd ist, es ist noch nicht sortiert. Also brauche ich noch einen Sortierer, der mit diesem Index hier umgehen kann. Den kann ich ja relativ einfach bauen. Ich weiß ja, wie der Index funktioniert. Das heißt, ich nehme ein neues Modul her und sage, okay, die Eingabe ist, naja, ich nehme die beiden Datenstrukturen, die es da schon gab, und mache im Prinzip das Gleiche wie das Verschiebemodul. Ich baue einen Index, nur dieser Index, der ist halt sortiert. Und zwar nach dem Wort, auf das gezeigt wird. Und damit habe ich natürlich auch erreicht, dass ich die einzelnen Einträge nicht kopieren muss, sondern ich habe nur noch mal ein Feld von neuen Zeigern hinzugefügt. Das sieht also dann so aus, dass ich Zeiger habe, die mir auf den Verschiebeindex zeigen. Ja, und das heißt, dieser Eintrag, der mit abs anfängt, der kommt als erstes. Der zweite Eintrag, das ist der mit absolute anfängt. Der dritte Eintrag, der fängt mit integer an. Und der vierte Eintrag, das ist der mit value anfängt. Ja, das ist einigermaßen okay. Ich wollte nicht mit diesen ganzen Indizes rumschubsen und mit den Speicheradressen, aber kann man so machen. Und naja, das ist saumäßig kompakt. Ja, das skaliert zwar in der Größe der Eingabe, weil die muss ich halt im RAM haben. Das ist halt ungeschickt, aber das muss man halt tun. So, und das Ausgabemodul kann jetzt halt über diesen letzten Index drüber gehen und den verschobenen Index, den Keyword in Context Index, ausgeben. Das ist nicht so furchtbar dramatisch und denke ich auch einleuchtend. So, der Treiber, wie gesagt, der sorgt dafür, dass das alles in der richtigen Reihenfolge aufgerufen wird und natürlich der Verschieber erst aufgerufen wird, wenn der Einleser fertig ist und der Sortierer erst läuft, wenn verschoben wurde. Eine große Magie. Wie die Schnittstellen aussehen, das schauen wir uns später an. Oder gar nicht. Mal schauen. So, das würde funktionieren, das könnte man implementieren. Der Kommilitone sagt, naja, es gibt jetzt hier diese Datenstruktur, nämlich diese Sortierung, die auf einen Index zeigt und dieser Index zeigt wiederum auf den Speicher. So, und wenn jetzt jemand den Verschiebeindex anders bauen will, dann muss ich auch diese Sortiergeschichte anders machen. Das heißt, ich habe eine Änderung, die eigentlich im Verschieber passiert, aber eine Auswirkung hat auf den Sortierer. Das ist ein Problem. Es gibt noch ein paar andere Probleme. Ich könnte mir nämlich überlegen, ich mache das nicht im RAM, sondern ich mache es auf der Platte. Oder ich mache das vielleicht gemischt. Oder ich mache nur die Hälfte. Ich nehme eine andere Speichergröße. Was auch immer. Ich packe das Ganze aus, weil ich habe jetzt plötzlich viel mehr Speicher. Könnte vielleicht sogar sein, dass ich das gar nicht
als einen Speicherbereich fortlaufend wegschreibe, sondern das irgendwie auf der Halde verteile. Könnte sein, ich habe gar kein Problem mehr mit Speicher. Ich dupliziere das alles, weil was kostet schon Speicher heutzutage? Oder die Geschichte mit den Stoppwörtern, die haben wir nämlich noch gar nicht betrachtet. Die wollten wir auch noch überspringen. Egal, welche dieser Änderungen ich hernehme, ich muss immer alles ändern, außer dem Einleser und der Ausgabe am Ende. Und da gilt es natürlich auch nur, wenn die letzte Datenstruktur noch auflösbar ist. Ja. Das heißt, egal, was ich in dem Entwurf anpasse oder in der Implementierung anfasse, muss immer das gesamte Programm umgraben, und zwar mit einem sehr groben Spaten. Das ist natürlich nicht ganz so furchtbar gut. Das Einzige, was, sage ich mal, okay ist, ist, wenn man das Ausgabeformat ändert. Wenn ich das jetzt nicht mehr als LaTeX ausgebe, sondern als HTML, dann muss ich natürlich nur an dem Ausgabemodul arbeiten. Das hat ja keine Auswirkungen auf die Speicherstrukturen. Aber alles andere, das wird echt teuer. Will man das haben? Natürlich nicht. Die Frage ist, wie kann man es besser machen? Sie erinnern sich, die Grafik von eben, die hatte ein paar Pfeile mehr. Und das ist ein Entwurf, mit dem man das deutlich besser machen kann. Und Sie sehen, oder Sie sollten sehen, dass es hier keine Zyklen gibt. Das ist schon mal ganz praktisch. Das heißt, der Treiber, der benutzt alle vier Module hier auf der Mitte, das war vorher auch schon so. Die Ausgabe benutzt den Sortierer und den Verschieber, der Sortierer benutzt nur den Verschieber und der Verschieber benutzt Eingabe und den der Verschieber benutzt den Zeilenspeicher und die Eingabe auch. Die muss es halt irgendwo hinspeichern. Aber jetzt machen wir das Ganze schön mit einer Schnittstelle, dann werden wir mal schauen, ob wir damit glücklicher sind. Kommt vielleicht ein bisschen umständlich daher, aber das löst einiges. Der Zeilenspeicher, wie implementieren wir den? Naja, wir gehen her und sagen, wir bauen eine Prozedur, mit der kann man einzelne Zeichen speichern. Und zwar mit vier Argumenten, nämlich die Zeile, in der wir gerade sind, das entspricht dem Titel. Die muss man angeben als Parameter. Man muss das Wort angeben, und zwar den Index von dem Wort. Das ist nullte Wort, das erste Wort und so weiter. Dann muss man angeben, das wievielte Zeichen man schreibt. Und dann muss man natürlich angeben, was da hingeschrieben werden soll. Also eine relativ umständliche Methode, weil ich muss jetzt tatsächlich diesen Titel ja zeichenweise dahin speichern. Okay. So, dann gibt es natürlich die umgekehrte Methode, mit der ich was holen kann. Das heißt, da fehlt einfach dieser D-Parameter. Dem kann ich einzelne Zeichen holen. Und ich kann mir auch die Gesamtzahl der Zeilen geben lassen. So, das ist das, was dieser Zeilenspeicher macht. Was ich natürlich auch noch haben will, ist die Anzahl der Wörter in einer Zeile, in einem Titel und die Anzahl der Zeichen in einem Wort. Damit habe ich jetzt quasi die Möglichkeit, abzufragen, wie viele Titel hat es denn im Speicher? Und wenn ich einen rausgreife, wie viele Wörter hat der? Und wenn ich da ein Wort rausgreife, kann ich sagen, wie viele Buchstaben hast du denn, liebes Wort? Und damit kann ich natürlich sehr einfach alles, was im Hauptspeicher steht, auch wieder auslesen. Sie können gerne als Übungsaufgabe das alles mal implementieren. Wünsche ich Ihnen viel Vergnügen dabei. Die nötigen Methoden sollten alle auf der Folie stehen. Aber wenn man das getan hat, dann kann man sich natürlich sehr einfach überlegen, mit drei Iterationen, also drei geschachtelten Vorschleifen, kann ich das gesamte Ding ausgeben wieder. Das heißt, ich iteriere zuerst mal über die Zeilen, das ist die äußerste, dann iteriere ich über die Wörter und dann iteriere ich über die Zeichen. Und dann drucke ich einfach jedes Zeichen nacheinander aus. Und wenn ich fertig bin mit einem Wort, dann kommt ein Leerzeilzeichen. Und wenn ich mit der Zeile fertig bin, dann kommt Carriage Return, eine New Line. Und damit kann ich das alles wieder ausdrucken. Das heißt, offensichtlich ist die Schnittstelle dazu geeignet, die ganzen Wörter, die ganzen Titel im Hauptspeicher abzulegen oder sonst wo und sie auch da wieder rauszuholen. Und mehr braucht man eigentlich nicht, um das ganze Zeug zu implementieren, was wir gerade gesehen haben. Was wir brauchen, ist ein Verschieber. Der muss eben die ganzen Verschiebungen hinbringen. Das heißt, der muss uns sagen, wie viele Verschiebungen gibt es denn überhaupt? Und der hat eine Zugriffsmethode, die sich auf die Verschiebung bezieht. Das ist im Grunde dieselbe Methode wie
direkt für den Titel, nur eben für die 0., 1. und so weiter Verschiebung. So. Natürlich kann ich auch noch die Wörter holen von der Verschiebung und die Buchstaben eines Wortes. Das ist also genau das Gleiche beim Zeilenspeicher vorhin, nur eben mit den Verschiebungen. So. Der Verschieber, der kann jetzt intern einen Index erzeugen, so wie das im ersten Entwurf der Fall war. Der kann das Ganze bei Bedarf berechnen, kann man ja auch machen. Der könnte die Verschiebung tatsächlich explizit speichern, wenn Speicher da ist. Und egal, wie Sie sich hier entscheiden, die Schnittstelle wird sich nicht ändern. Der Zugriff auf die Verschiebung ist immer der gleiche. So. Der Sortierer, der funktioniert genauso. Ja, Sie machen eine Methode, die Alphabetisiere heißt, wer auch immer das übersetzt hat, der sorgt dafür, dass dieser verschobene Index sortiert wird. Und natürlich könnte man das auch nach und nach berechnen, nur wenn man es braucht. Oder man könnte zuerst mal nur nach dem ersten Buchstaben sortieren und dann hätte man Blöcke. Innerhalb von diesen Blöcken ist dann noch nicht sortiert. Könnte man nachholen oder auch nicht. All diese Entscheidungen können Sie treffen und auch wieder revidieren. Ändert sich an der Schnittstelle gar nichts. Ja? So, und die Eingabe ist natürlich klar, es gibt eine Prozedur Einlesen, die macht halt die Datei auf und benutzt den Zeilenspeicher, um das Ganze in den Speicher zu schieben. Und es gibt eine Ausgabe, die alle Verschiebungen abfragt und ausdruckt. Nicht so furchtbar viel Magie, aber ein bisschen einfacher. Hat jemand eine Frage zu dem Quick-Index bis hierhin? Außer vielleicht braucht man das heute noch. Okay. Ein anderes Beispiel für so eine Kapselung, die AWT-Klasse Component. Und das ist was Sie brauchen, um grafische Benutzeroberflächen zu bauen, wenn Sie den AWT benutzen. Und Sie können die einfach benutzen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie das Ding intern die Einzelkomponenten abspeichert. Eine Komponente in einer grafischen Oberfläche ist geschachtelt. Sie haben ganz außen ein Fenster und innerhalb von diesem Fenster gibt es was, wo Sie drauf zeichnen können. Da gibt es vielleicht einen oberen, einen unteren Bereich und im oberen Bereich haben Sie eine Schaltfläche und so weiter. Und das ist nichts anderes als eine geschachtelte Hierarchie von Elementen. Und wie diese Elemente gespeichert werden, das kann Ihnen egal sein. Sie können einfach die Komponente fragen, gib mir mal alles, was in dir drin ist. Oder leg noch was dazu. Ja, kein Problem. Und naja, das ist sehr einfach, über diese Einzelkomponenten zu iterieren, weil Sie können natürlich fragen, wie viele sind da drin. Gib mir mal alle oder gib mir eine Liste oder gib mir das fünfte. Können Sie alles machen, ohne zu wissen, wie das intern abgelegt ist. Vielleicht ist es sogar nur implizit gespeichert, weil die tatsächlich geschachtelt sind und jede innere Instanz einen Zeiger hat auf die direkte äußere, also quasi jede Schicht nur einen Zeiger nach oben hat. Ja, könnte auch sein. Müssen Sie aber gar nicht wissen, weil die Zugriffsmethoden von dem Component das alles für Sie machen. Sehr hübsch. Sieht dann so aus. Sie können Komponenten hinzufügen. Sie können sogar sagen, an welche Position das hinzugefügt werden soll, wenn Sie da Einfluss nehmen wollen. Und es gibt Methoden, um das Zeug wieder rauszuholen und rauszulöschen. Ja, wie das implementiert ist, ist uns egal. Das kann sich auch ändern. Ja, sollte uns nicht stören. Insbesondere hat der Container, der hier eine Komponente, also der die Komponente nur beerbt, der hat keinerlei öffentliche Methoden, öffentliche Attribute, also über die Sie quasi an die Kernkomponenten rankommen können. Sie sollen immer diese Zugriffsmethoden benutzen. So, und wie gesagt, entfernen können Sie auch noch. Zur Übung schreiben Sie mal einen Iterator, der das Ding tatsächlich in der richtigen Reihenfolge ausspuckt, zwar ohne dieses Array hier sich rausgeben zu lassen. Das sollte eine Fingerübung sein und wenn es das ist, dann ist gut. Wenn nicht, gucken Sie nochmal nach, wie das funktioniert. Okay, so, jetzt wollen wir die Module, die wir haben, die wir beschrieben haben und deren Ein- und Ausgabeschnittstellen wir beschrieben haben, irgendwie speichern. Am besten in Programmcode, weil nur dann kann man es benutzen. Und in vielen Programmiersprachen gibt es einfach sprachliche Mittel, um das zu tun.
Und da wir hier beim Modul sind, werden wir uns C anschauen oder C++, ich weiß nicht genau. Das ist sehr ähnlich dem, was Sie hinterher in Java auch sehen, im objektorientierten Umfeld. Aber wer von Ihnen kann C so richtig? Wow. Wer mag vorkommen und das erklären? Okay. Gut. Also in C oder C++ funktioniert das so, dass Sie für jedes Modul zwei Dateien haben, eine Header-Datei und eine Implementierungsdatei. Und die Header-Datei speichert man in der Regel unter Punkt H und die Implementierungsdatei unter Punkt C oder CPP oder wie auch immer Sie das haben mögen. Und in der Header-Datei, da steht die Modulschnittstelle drin und nichts anderes. Und jeder, der dieses Modul benutzen möchte, der braucht diese Header-Datei. Der liest die. Insbesondere liest die auch die Implementierung, weil die muss ja wissen, was sie da eigentlich implementieren soll. Was es aber nicht gibt, ist eine Überprüfung der Namenskonvention. Das heißt, Sie können die eine, die Header-Datei Foo nennen und die Implementierungsdatei Bar, solange Sie innen drin alles richtig machen, wird das funktionieren. Aber ich empfehle es Ihnen nicht. Gucken Sie darauf, dass die .h und .c-Dateien den gleichen Namen haben, wenn sie zum selben Modul gehören. So, wie sieht es jetzt also aus im Zeilenspeicher? Haben wir uns ja überlegt, da gibt es diese unsägliche Methode mit den vier Argumenten, nämlich mit der Zeile, dem Wort, dem Zeichen und dem Wert, der gespeichert werden soll. Und das ist dann auch genau die Definition hier. Also Void ist der Rückgabetyp, genauso wie in Java. Letzte Zeichen ist der Methodenname und dann kommt eine Liste mit den Argumenten. So. Und das gibt es für alle Methoden, die dieses Modul hat. Steht da einfach hintereinander weg. Und der Verschieber, der funktioniert genauso. Da sind jetzt einfach alle Methoden hingeschrieben, die vorher im Fließtext auf den Folien standen. Nur eben jetzt hier als Deklaration. So, und dann? Dann müssen die Module sich ja gegenseitig benutzen. So, und das erste Modul, das war der Zeilenspeicher. Wie gesagt, die .h-Datei, der Header, das ist hier immer mit dunkelblau dargestellt. Die wird importiert in die Implementierung von dem Zeilenspeicher. Ja, der muss wissen, wie ist die Schnittstelle, die ich implementiere. Und dann gibt es das Gleiche noch für die Eingabe. Und die Eingabe, die Implementierung der Eingabe, die muss ja den Zeilenspeicher benutzen. Deswegen importiert sie auch die Schnittstelle vom Zeilenspeicher. Das heißt, in dieser grünen Implementierungsdatei für die Eingabe stehen zwei Includes drin, nämlich für den Zeilenspeicher und für die Eingabe. Und das Ganze geht dann schön weiter. Das ist der letzte. Ja, im Hauptprogramm, da werden natürlich einfach alle benutzt. Ja, nur, dass das Hauptprogramm wahrscheinlich nicht wissen muss, wie der Zeilenspeicher funktioniert. Weil darauf greift das Hauptprogramm ja nie zu. Das ist ja ganz nett. So. Genau. Gut. So. Der Unterschied zwischen einem Modul und dem, was Sie als Klasse kennengelernt haben, ist relativ elementar. So ein Modul haben Sie genau einmal. Von einer Klasse können Sie beliebig viele Instanzen anlegen. Ein Modul haben Sie einmal. Wenn Sie dasselbe Modul zweimal haben wollen, dann müssen Sie dem einen anderen Namen geben und es nebendran legen. Und dann viel Spaß beim Warten. Ja. Dann müssen Sie nämlich immer doppelt warten. Das ist ein bisschen ungeschickt. Aber so ist das halt. So. Und was haben wir noch? Mal gucken, dass ich hier nicht Quatsch erzähle. Genau, das hat. Ja, genau, das hatte ich Ihnen alles gesagt. Die Schnittstellen sind vordefiniert und wenn Sie das Modul einmal haben, dann haben Sie es und zwar einmal. Wenn Sie es nochmal ein zweites Mal haben wollen, dann müssen Sie das eben anders lösen. Das kriegen Sie durch Mehrfachinstanzierung hin in Java, das ist überhaupt kein Thema. Wenn Sie wollen, dass eine Schnittstelle unterschiedlich implementiert wird, dann legen Sie halt zwei Klassen an und die implementieren beide dieselbe Schnittstelle. Wunderbar. Ja. Wenn Sie an diese Header-Dateien denken, wenn Sie wollen,
dass es einen anderen Zeilenspeicher gibt, der die gleiche Schnittstelle implementiert, dann können Sie natürlich hier mein anderer Zeilenspeicher-Implementierung anlegen und da drin diese Schnittstelle hier oben inkludieren. Dann haben Sie im Prinzip das Gleiche erreicht, aber Sie haben dann eine Header-Datei für zwei C-Dateien und das ist ein bisschen hässlich. Also Sie würden da tatsächlich eine Kopie anlegen und hoffen, dass sich das nicht ändert. Oder in einem Kommentar hinschreiben, dass man beides mitpflegen muss. So, Sie können relativ schwer Bezeichner mehrfach verwenden. Das ist einfach schwierig, ja? Wenn Sie Dateinamen wählen und der ist genauso wie das Modul, naja, dann können Sie einfach im selben Verzeichnis nicht nochmal eine andere Datei mit demselben Namen anlegen. Das ist ein bisschen doof und wir haben das auch gesehen hier. Wir haben einmal hohle Zeichen, das war einfach nur für den Zeilenspeicher und wir haben VS hohle Zeichen, das war das mit den Verschiebungen. Und naja, wenn Sie an Java denken, Sie hätten natürlich einmal Zeilenspeicher.holezeichen, einmal hätten Sie eine Klasse Verschieber.holezeichen angelegt und nicht Verschieber.vs.holezeichen. Das ist halt so und Sie können vielleicht glücklich sein, dass Sie in Java unterwegs sind. Die vielen, die sich bei Ich kann C gemeldet haben, die sind vielleicht traurig drüber, dass sie hier nicht C machen dürfen, aber naja, wir müssen uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen hier in der Vorlesung. Gut, so. Die Benutzerrelation, die kann man auf verschiedene Arten hinschreiben. Offensichtlich gibt es die Benutzt-Kante, die Uses-Kante. Sie können aber natürlich auch noch aufschreiben, wer ruft wen auf, wer wird aufgerufen, von wem anderen. Wer besitzt irgendwas, wer enthält irgendwas, wenn Sie geschachtelte Module haben. Wir erinnern uns, Module und Systeme und Subsysteme. Ja, dann können Sie das natürlich da auch aufmalen. Ist aber, denke ich, an sich nicht so furchtbar spannend. Oder? Okay. Gut. So. Die Benutzerrelation, die brauchen wir noch als Definition. Und zwar lautet die, eine Programmkomponente A benutzt eine andere Programmkomponente B genau dann, wenn A für den korrekten Ablauf die Verfügbarkeit einer korrekten Implementierung von B erfordert. Also A hängt ab von B. Ja? Und wenn Sie sich das überlegen, naja, A könnte Arbeit an B delegieren. Könnte sein, dass A irgendwas braucht, was B halt kann. Könnte aber auch sein, dass A auf irgendwelche Variablen zugreift in B. Es könnte sein, dass einfach ein Aufruf passiert oder dass sie eine Instanz anlegen von dem anderen Typ. Das sind alles Dinge, bei denen Sie sicherstellen müssen, dass B richtig funktioniert, damit das, was A tun soll, auch funktionieren kann. Nicht so furchtbar überraschend. Wenn ich was benutze, dann soll es funktionieren. So. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können eine Halbordnung bauen, Sie können eine Totalordnung bauen und Sie können natürlich auch einen Zyklus bauen. Zyklus machen Sie bitte nicht. Das ist eine ganz blöde Idee. Und Beispiele, die Sie wahrscheinlich kennen, ist die ISO-OSI-Protokoll-Suite oder die TCP-IP-Suite. Ja, da haben Sie ganz klar eine Benutzt-Relation von oben nach unten. Ja, also TCP, das Protokoll benutzt IP und IP benutzt, ich weiß nicht was. Falls Sie schon Telematik hatten, haben Sie es da gelernt. Wenn nicht, dürfen Sie es dort lernen. So. Das Gleiche kennt man natürlich auch bei einer Schichtenarchitektur. Das heißt, Sie haben ganz unten die Datenhaltung. Da liegt die Datenbank oder die Datei oder das Bandlaufwerk, was auch immer. Dann kommt der Applikationskern. Der greift auf die Datenhaltung zu. Und ganz oben haben Sie die Benutzungsschnittstelle. Ob das jetzt eine grafische Oberfläche ist oder eine Textkonsole, das ist völlig egal. Wichtig ist, die Benutzungsschnittstelle, die greift nicht auf die Datenhaltung zu, sondern die greift auf den Applikationskern zu. Und wenn sie was aus der Datenhaltung haben will, dann soll sie bitte den Applikationskern danach fragen. Ja, ansonsten haben sie einfach das Problem, wenn sie die Datenhaltung ändern, dann müssen sie alles ändern, was hinten dran kommt. Das wollen sie ja nicht. Ja, sie wollen dann nur im Applikationskern die Anpassung nachziehen. Gut. So, 10 Minuten, das ist noch ganz schön lange.
Gut, A soll B nur dann benutzen, wenn alle Kriterien zutreffen, die auf dieser Folie stehen. Das heißt, A wird durch die Benutzung von B einfacher. Das System wird besser verstehbar. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn das einfach nur komplizierter wird und Sie es machen, damit Sie irgendwas benutzen, dann vielleicht nochmal über den Entwurf nachdenken. Auch ein Punkt ist, jetzt haben wir uns A angeschaut, was passiert denn mit B? Wenn B benutzt werden soll von A, dann muss es ja was bereitstellen. Und wenn es es nicht ohnehin schon tut, dann muss man dieses B größer machen, erweitern, die Schnittstelle aufbohren, was auch immer. Und das sollten Sie nur dann tun, wenn B dadurch nicht wesentlich komplexer wird. Sie sollen am besten die Einfachheit hochhalten, und zwar auf beiden Seiten. Und naja, es ist relativ wichtig, dass Sie nicht einfach so Module bauen, damit Sie Module gebaut haben. Wenn es niemals einen Fall gibt, wo B alleine von irgendwas anderem benutzt wird, sondern das wird immer nur von A benutzt und es ist nur sehr klein, warum haben Sie dann überhaupt zwei Module gemacht? Ja, das ist dann vielleicht zu feingliedrig gemacht. Ja. Müssen Sie sich einfach überlegen. Es könnte auch eine Überlegung sein, dass Sie sagen, naja, das ist jetzt vielleicht, also A ist im Moment der einzige Klient von B, aber ich weiß, da kommt noch viel mehr dazu, und zwar schon nächste Woche. Dann ist es vielleicht trotzdem sinnvoll, das schon auszugliedern. Also Sie müssen also bei dieser Entwurfsentscheidung auch berücksichtigen, was vielleicht nächste Woche noch passiert. Sie müssen ein bisschen hell sehen, auch wenn das vielleicht schwerfällt. So, jetzt kommt das mit der Benutzhierarchie. Das hatte ich schon ganz am Anfang mal gesagt. Wenn die Hierarchie, die Benutztrelation zyklenfrei ist, dann heißt sie Hierarchie und das ist genau das, was Sie haben wollen. Ja, wenn Sie einen Zyklus drin haben, dann müssen Sie alle am Zyklus beteiligten Komponenten gleichzeitig fertig haben. Und Sie können vorher nicht testen, ob das funktioniert, weil dafür müsste ja der Rest schon fertig sein. Und damit der Rest fertig ist, dafür müssten Sie schon fertig gewesen sein. Da beißt sich die Katze dann in den Schwanz. Deswegen versuchen Sie, eine Hierarchie hinzukriegen, wenn Sie es schaffen. Ja, und hier haben Sie so einen Punkt. Ja, das heißt, A benutzt C, C benutzt F. Und das geht hier wieder nach oben. Das heißt, mit dieser blauen Kante, die hier durchgestrichen ist, da hätten Sie genau einen Zyklus. Und Sie kriegen es einfach nicht hin, dieses System zum Fliegen zu kriegen, bis Sie eben alles erledigt haben. Das ist sehr schlecht für die inkrementelle Entwicklung. Das ist sehr schlecht für die eigenständige Verwendung von diesen Einzelmodulen, weil die hängen ja von allem ab. Und Sie kriegen es auch nicht hin, da Teillieferungen zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Projekt und Sie könnten zu Ihrem Kunden sagen, okay, ich mache mal die Komponenten A, B, C fertig und nächste Woche liefere ich dann den Rest, aber ich hätte gern schon mal die Hälfte des Geldes. Dann sagt er vielleicht, ja, ist okay. Aber wenn Sie ihm dann sagen, aber du kannst es gar nicht benutzen, weil das geht erst, wenn du alles hast, dann wird er sagen, ja gut, dann kriegst du auch erst Geld, wenn alles fertig ist. Ja? Also es gibt viele Gründe, warum Sie da keine Zyklen drin haben wollen. So, was man machen kann, sind Callbacks, das heißt, der Anwendungskern, der ist hier eigentlich die untere Schicht. Die Benutzerschnittstelle verwendet die untere Schicht, den Anwendungskern, aber es gibt Dinge, die löst der Anwendungskern auf der GUI aus. Das passiert natürlich jeden Tag. Ja. Und dann macht man Callbacks, das heißt, da haben Sie eine lose Kopplung, aber keine Abhängigkeit. Das funktioniert so, dass sich die GUI am Anwendungskern registriert und nur wenn das passiert ist, dann kommt überhaupt ein Rückruf. Wenn die Registrierung ausbleibt, dann muss halt kein Rückruf passieren. Aber der Anwendungskern funktioniert dann trotzdem. So. Das ist alles furchtbar, was da steht. Das ist, glaube ich, auch die letzte Folie. Und ich muss gestehen, dass ich die nicht durchgelesen habe, bevor ich hierher gekommen bin. Das hätte ich vielleicht tun sollen. Tja, also Sie haben es jetzt genauso schnell gelesen wie ich und Sie müssen auch lachen. Ja, das ist eine sehr verschwurbelte Darstellung von dem, was wir auf der letzten Folie gesehen haben. Von dem hier. Und zwar ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, vielleicht die C-Variante von dem.
Wenn Sie eine hübsche Hochsprache haben, so wie C-Sharp zum Beispiel oder überhaupt .NET, dann können Sie Delegates benutzen. Sie können Methoden übergeben. Das heißt, die Benutzerschnittstelle sagt dem Anwendungskern, hier hast du eine Methode von mir, ruf die auf, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Das kann man mit Delegates machen. In C können Sie natürlich Pointer übergeben, also Zeiger auf eine Methode, und das kann man genauso machen. Die Benutzerschnittstelle sagt dem Anwendungskern, übrigens, hier ist ein Zeiger, das ist eine Speicheradresse, da liegt eine Methode, die kannst du aufrufen, wenn dieses Ereignis eintritt. In Java geht es leider nicht. Weder das eine noch das andere. Aber diese Erklärung können Sie sich hier nochmal durchlesen. Der Register Mouse Listener, das ist vielleicht was, was Sie in Java wiederfinden, aber da geben Sie dann in der Regel eine ganze Klasse an. Kein Zeiger auf eine Methode. Okay, und das Wichtige ist, der letzte Punkt, wenn Sie sowas haben wie ein Callback, so ein Rückruf, dann heißt es nicht, dass die Benutzt-Relation zyklisch wird dadurch. Das ist also zulässig, obwohl dadurch optisch erstmal ein Zyklus entsteht. So, jetzt die letzte Folie von dem Kapitel. Wenn Sie sich die Historie reinziehen wollen, das ist der Herr Panas. Der hat das Beispiel gemacht mit dem Verschieber, und meine Schätzung mit 1979 war offensichtlich völlig daneben, so um 10 Jahre wahrscheinlich. Wenn Sie Interesse an der Historie haben, gucken Sie sich das an. Wenn Sie kein Interesse an der Historie haben, dann schauen Sie sich bitte wenigstens die Pflichtlektüre an. Da ist ein Paper dabei von 79 und noch ein bisschen was anderes. Gucken Sie sich das an, mindestens mit einem halben Auge, besser ganz. Sie können ziemlich sicher gehen, dass wir in der Klausur keine Frage stellen, was steht in einem dieser Paper. Aber wenn Sie verstanden haben, was da drin erklärt wird, dann haben Sie wahrscheinlich was gelernt, was Sie wieder brauchen können. Damit hören wir auf. Nächstes Mal geht es weiter mit dem objektorientierten Entwurf, und jetzt wünsche ich Ihnen guten Appetit.